In Kiel liegt die Arbeitslosenquote mit 7,5% deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Hier treffen wir Lara und ihren obdachlosen Freund Jonas. Ich bin Lara. Ich bin Jonas. Ich bekomme 446 Euro Hartz IV. Und ich gehe lieber schnorren, anstatt zu arbeiten. Lara ist in Hannover gemeldet, rund 250 Kilometer entfernt. Meistens aber zeltet sie mit Hündin Lola bei Jonas in Kiel. Ja, morgens auf jeden Fall erstmal eine Frühstückskippe zum Aufstehen. Das ist das Wichtigste. Ist gefroren heute, ne? Ja, war ziemlich kalt und vor allem auch relativ nass. Aber da muss man halt immer gucken, wo man halt sein Zelt aufstellen kann, ohne dass man halt weggeschickt wird. Das heißt, das hier ist eigentlich gar nicht so erlaubt, oder wie? Ehrlich gesagt, nicht so schlau gemacht. Nicht informiert, aber zählt bestimmt mit unter Wildcampen. Dabei hätten beide ein Dach überm Kopf. Das Jobcenter zahlt für Lara jeden Monat für eine Wohnung, die jedoch die meiste Zeit leer steht. Wir müssen nicht im Zelt leben. Wir könnten ja auch bei mir in der Wohnung sein. Ich habe eine Wohnung in Hannover, in der ich allerdings zeitweise, gerade über den Sommer beispielsweise, nicht so viel bin, weil es einfach schöner ist, dann unterwegs zu sein. ALG 2 und die Miete halt zu Teilen gezahlt, also Strom zahle ich selber und so. Aber die Miete wird übernommen. Seit 5 Jahren schon bezieht die 24-Jährige Hartz IV und teilt es mit Jonas, der nie viel Geld hat. Hauptsächlich sind wir in Kiel auf der Straße, weil ich halt hier so lebe und nicht runter nach Hannover ziehen möchte. Und da stehen wir ja dann auch an schönen Orten, so wie andere halt Urlaub machen. Ist ja auch Urlaub für uns. Urlaub finanziert durch Hartz IV und Schnorren. Allerdings verzichten die beiden noch auf vieles. Zahnbürste mitgenommen. Auch gar nicht mit und sowas. Also da bin ich nicht ganz so hinterher, leider. Du sagst, wie oft putzt du dir die Zähne in der Woche? Ja, so einmal die Woche oder sowas schon, auf jeden Fall. Auch sonst lässt Jonas die Sachen gerne laufen. Anstrengungen geht er möglichst aus dem Weg. Ich habe jetzt gerade keine Lust zu arbeiten, weil ich bin halt, 22. Ich habe für mein Alter finde ich schon drei Jahre viel gearbeitet. Ich habe vorher eine Ausbildung als Zimmermann gemacht, aber meine Firma ist nach 2 Jahren pleite gegangen. Und dann habe ich beschlossen, arbeitslos zu bleiben. Die Arbeitszeiten sind halt schon echt anstrengend und hart. Und das möchte ich definitiv nicht auf Dauer so durchziehen. Freundin Lara unterstützt Jonas so gut es geht. Doch längerfristig kommen die beiden mit nur einem Hartz-IV-Ersatz nicht aus. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Ja, und da wusste ich erstmal nicht genau, wohin mit mir. Habe dann eine Zeit lang als Schulbegleiterin gearbeitet. In dem Fall geistig behinderten Kindern in der Schule helfen. Ich habe das dann aufgehört, weil ich einfach extrem krasse körperliche Beschwerden bekommen habe. Also ganz starke Probleme mit den Knien. Und Hartz IV bekomme ich seit circa 3 Jahren, 3,5 Jahren, 4 Jahren, ich weiß es nicht genau. Also ich krieg halt momentan kein Hartz IV oder Arbeitslosengeld, weil ich keine angemeldete Wohnadresse habe. Da hatte ich die letzte Zeit sonst keine Lust drauf, weil ich lieber halt unterwegs sein wollte, anstatt dann doch gebunden an einen Ort zu sein und mich dort jede Woche zu melden. Aber das muss ich jetzt in Angriff nehmen. Weil für den Winter ist es dann doch ganz gut, wenn man dann doch noch eine Einnahmequelle hat. Wenigstens und nicht nur aufs Schnorren angewiesen ist. Aber woran hapert es denn? Ohne Wohnsitz keine Meldeadresse quasi erstmal. Und dann muss man erstmal gucken, wo kann man sich dann alternativ eine Meldeadresse machen. Aber wenn er sich bei dir jetzt anmelden würde in der Wohnung? Die läuft ja schon auf mich und meinen Mitbewohner. Also, weiß ich nicht. Würde auch, glaube ich, mein Mitbewohner nicht mitmachen. Ausflüchte scheint es viele zu geben. Fakt ist, Jonas möchte sich um möglichst wenig kümmern und lieber in den Tag hineinleben. Das ist ja auch das, sag ich jetzt mal, Schöne dran, wenn man eben nicht morgens aufstehen zur Arbeit muss. Man kann sich halt individuell überlegen, wie man den Tag gestaltet. Ausschlafen, ja. Lange im Bett liegen und oft auch einfach mal dann nichts tun halt. Ja. Was steht jetzt heute noch an bei dem schönen Wetter hier?
Bei dem schönen Wetter steht heute sogar noch Schnorren an. Sie sind jung und gesund. Doch wie andere für ihr Geld zu arbeiten, kommt dem Paar nicht in den Sinn. Zurück in Kiel bei Jonas und Lara, die beide in einem Zelt leben. Die 24-Jährige bekommt Hartz IV. Ihr 22-jähriger Freund bekommt sein Geld nur durchs Schnorren. Denn auf einen richtigen Job hat er keine Lust. Und sitzt lieber auf der Straße. Habt ihr beide vielleicht Lust, was im Becher zu schmeißen? Mann mit Brille, guter Wille. Wollt ihr uns vielleicht was schenken? Willst du was reinschmeißen? Moin. Und Sie gelten abgeschlossen? Es geht. Ich habe halt dadurch Freiheiten, dass ich durch die Gegend reisen kann. Aha. Ich habe mir das Leben ja auch so ausgesucht gerade. Also da bereue ich auf jeden Fall nichts. Warum Sie nicht arbeiten gehen? Ja, ich glaube, die haben keine Lust. Das sage ich einfach mal so. Sind ja jung, ne? Man könnte ja arbeiten. Und ich glaube auch, also die wollen so leben. Und die wollen frei sein. Und sich nicht in irgendwelche Zwänge begeben. Schütz? Ganz genau so. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Genau. Wie finden Sie das? Jeder muss so leben, wie er leben möchte. Ich möchte das nicht. Okay. Gut. Tschüss. Statt wie andere in seinem Alter beruflich in die Gänge zu kommen, lebt Jonas im Leerlauf. Sorgen um seine Zukunft macht er sich nicht. Ich weiß ja, dass ich arbeiten könnte, aber es halt gerade einfach gar nicht möchte. Und ich wüsste ja, dass wenn ich arbeiten will, dass ich wieder jederzeit anfangen könnte. Also, aber schlechtes Gewissen habe ich deswegen nicht, nein. Schenkst du mir was? Nee, warum sollte ich? Geh doch arbeiten. Solche Wörter wie geh arbeiten, such dir einen Job, das hört man täglich. Da muss man mit klarkommen. Na, warum möchten Sie denn nicht arbeiten? Ich bin 22 und habe noch Lust, mein Leben zu genießen. Und arbeiten kann ich auch mit 30 oder sowas. Ich weiß aber nicht, wenn so viele Menschen so denken wie Sie, ob wir das als Volkswirtschaft immer hinbekommen. Dann denke ich immer, der ist so jung oder die ist so jung. Die können doch was tun, die können doch irgendwie arbeiten. Ich verstehe auch nicht, was er für eine Hoffnung hat, dass er mir sagt, geh arbeiten. Also nur weil ich von irgendeinem fremden Typen in der Stadt angerannt werde, geh arbeiten. Also das steigert jetzt definitiv nicht meine Motivation, arbeiten zu gehen. Auch wenn die Ratschläge der Passanten gut gemeint sind, Jonas bevorzugt eher ihr Geld. Hast du vielleicht Lust, was im Becher zu schmeißen? Hast du vielleicht Lust, was reinzuwerfen? Kollekte für Verdreckte? Schenkt ihr beide mir was? Läuft auf jeden Fall nicht so gut heute. Was war denn das beste Ergebnis, das du mal hattest? Zahlen nennen ist mega assi. Weil es gibt da halt auch noch andere Schnorrer und so. Und bei, also wenn die Leute das dann irgendwie im Fernsehen sehen und hören so, ja, so und so wenig oder so und so viel, das kann man so nicht messen. Das wäre dann halt wahrscheinlich viele Schnorrer entweder halt irgendwie gar nichts mehr reinkriegen würden oder so. Also vor Corona lief es auf jeden Fall noch deutlich besser, weil durch Corona ist halt viel durch Kartenzahlungen und sowas. Manchmal kommt er auch frustriert irgendwie wieder, weil er halt einfach innerhalb von 5 Stunden irgendwie 8 Euro gemacht hat. So. Gibt's auch, aber deswegen, ja, so, selbst das jetzt sozusagen schon in Zahlen zu nennen, ist eigentlich schon mega scheiße. Über ihr erschnorrtes Geld möchten die beiden also nicht reden. Danke dir. Im Durchschnitt, so wie lange sitzt ihr hier so? Boah, das ist komplett verschieden, so an einigen Tagen, dann bin ich wirklich mal von 10 bis 18 Uhr hier, also normaler 8-Stunden Arbeitstag. Doch wie viel sie am Ende eines solchen Tages bekommen, ist ungewiss. Heute scheint es gut zu laufen. Oh, das ist super von dir. Vielen Dank. Richtig cool von dir. Danke dir. Oh, das ist super von dir. Danke dir. Schönen Tag noch. Die Menschen gehen einfach vorbei. Irgendwo habe ich auch Herz. Und wenn ich halt was habe, dann, auch wenn das 10, 20 Cent sind, gebe ich das. Also insgesamt 8 Euro, ja. Das geht eigentlich. Hey Jonas? Ja? Wollen wir bald mal irgendwie was essen oder so? Ja, gerne. Ich kriege auf jeden Fall auch schon langsam Hunger. Doch die Einnahmen investieren die beiden nicht in ein ordentliches Mittagessen. Sie haben andere Methoden. Da können wir einmal gucken gehen. Aber hier ist leider nicht viel. Dann weiter. Das sieht auch eigentlich komplett leer aus. Ja. Also sonst laufen wir halt auch regelmäßig die Läden ab und gucken, ob da noch irgendwie was ist. Oder fragen halt mal nach. Ich
Hier haben wir sogar Glück. Backt ihr da dann auch irgendwie mit, nehmt ihr das einfach? Das von der Ablage nehmen wir meistens eigentlich tatsächlich einfach mit, weil es sonst weggeschmissen wird und man die Sachen eigentlich nicht mitnehmen darf. Deswegen. Kostet das Überwindung irgendwie auch irgendwie so? Ist es irgendwie Ekel oder? Ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also wenn das jetzt irgendwie so angebissene Sachen sind oder so, wo man jetzt nicht genau weiß, wer das vorgegessen hat, ist es irgendwie ein bisschen unangenehmer, sage ich jetzt mal, als wenn da irgendwie jetzt nur so ein paar Pommes oder so. Du machst voll den Spaß und was tust du? Ja, ich will die eigentlich nur so mitnehmen, ja, aber halt. als wenn da jetzt irgendwie, ja, was liegt, was irgendwie Fleisch unten angesabbert wurde oder so. Oder manchmal sind es halt auch ganze Brötchen oder so belegt, die einfach komplett gar nicht angebissen wurden oder sowas, ne? Also bisschen unterschiedlich. Manche Sachen würde ich halt jetzt auch nicht essen, so. Aber Pommes wurde halt vorher nicht angebissen oder sowas. Deswegen geht das klar. Unabhängig von Corona, für diese Art der Nahrungsbeschaffung braucht es Überwindung.